einem der schönsten Barockschlösser in Süddeutschland, dem Schloss Schillingsfürst, im gleichnamigen Ort, werden wir bereits erwartet. Hallo, sind Sie Frau Aden? Hallo, ja, ich bin die Frau Aden, bin hier die Schlossführerin. Ich begrüße Sie herzlich hier auf Schloss Schillingsfürst, auch im Namen des Besitzers des Schlosses, der Fürst Konstantin zu Hohenlohe Schillingsfürst. Das Schloss Schillingsfürst steht auf dem höchsten Punkt der Frankenhöhe, 545 Meter hoch, und ist hier am gleichen Platz der vierte Bau. Früher standen hier drei Burgen. Neben königlichen Hoheiten brachte das Haus Hohenlohe-Schillingsfürst auch deutsche Staatsmänner hervor. Das Gemälde hier zeigt den dritten deutschen Reichskanzler Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst, die bedeutendste Persönlichkeit aus diesem Haus. Von 1894 bis 1900 war er unter Kaiser Wilhelm II. Deutscher Reichskanzler. Hier ist der Herrensalon, der Rote Salon wird er noch benannt. Das Gemälde in der Mitte auf der rechten Seite zeigt den Erbauer des Schlosses, Philipp Ernst zu Hohenlohe-Schillingsfürst, der dieses Schloss von 1723 bis 50 bauen ließ im spanischen Barockstil. Er war auch der erste Fürst im Gesamthaus Hohenlohe. 1744 wurde er in den Fürstenstand erhoben. Im Salon für die Herren befinden sich noch weitere Kostbarkeiten. Die Spiegel sind über 150 Jahre alt, kommen aus dem Hause Murano, und die Rahmen sind alle aus Holz geschnitzt mit Blattgold vergoldet, und es sind überall noch die Originalrahmen, auch an den Gemälden, nicht nur an den Spiegeln. Der Kachelofen, Porzellanmanufaktur Nymphenburg, der schönste hier auf dem Schloss, und der Kronleuchter aus Böhmer Kristallglas. Sind wir dann im schönsten Raum des Schlosses, der Empfangssalon. Hier sind das Wertvollste, die schönen Holzarbeiten, der schöne Intarsienboden. Der stammt von einem fränkischen Schreiner aus der Nürnberger Gegend, von dem Hofschreiner Matern. Matern war hier tätig bis 1732, und aus der Zeit stammen die Holzarbeiten. Die Glanzzeit des Geschlechts Hohenlohe-Schillingsfürst war 1847. Die Zeit, in der die gut betuchte Marie, eine Geborene zu sein Wittgenstein-Berleburg, in das Fürstentum einheiratete. Ihr Ehemann war der spätere Reichskanzler Chlodwig Karl Viktor Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst. Der Maler Philipp Laszlo erhielt übrigens auf der Weltausstellung in Paris im 19. Jahrhundert den zweiten Platz für dieses Gemälde. Frau Ade, warum sollte man denn als Besucher unbedingt hierher kommen und sich das Schloss angucken? Weil das Schloss Schillingsfürst eines der wenigen deutschen Schlösser ist, wo nur Originale aufzuweisen hat und wo die wilhelminische Zeit so lebendig dargestellt wird. So, hier sind wir dann am Ende unserer Führung. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag. Frau Ade, wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie uns Schloss Schillingsfürst näher gebracht haben. Ja, und wenn Sie auch Lust bekommen haben, hier mal vorbeizuschauen, dann machen Sie es. Sie haben ja auch gesehen, es lohnt sich auf jeden Fall.